Zurück ins Mittelalter. Zeitreisen sind wieder in. Und das Mittelalter ist ein beliebtes Ziel. Schulklassen freuen sich auf ihre Teilnahme an der Thementour auf eine Burg. Familien machen Ferien in Mittelaltercamps. Und manche begeistern sich für mittelalterliche Feste, wo sie für ein paar Tage wie damals leben. Andere wundern sich über das Neuinteresse für Geschichte. Aber was macht die Faszination für diese Zeit zwischen dem 6. und dem 15. Jahrhundert aus? Glauben wir der Geschichte, dann lebten die Menschen damals vor allem in Angst vor Krankheit und Tod, in Unfreiheit, in Dunkelheit, Kälte und mit wenig Bildung. Aber das Interesse für diese Zeit ist dennoch groß. Viele historische Romane der Bestsellerlisten, unzählige Filme mit Schauplatz im Mittelalter und Musik auf mittelalterlichen Instrumenten halten die Erinnerung an diese Epoche wach. Forscher glauben, dass der Gegensatz zu unserer Zeit heute den Reiz ausmacht. Die Rollen der Menschen damals waren klar definiert. Sie hingen vom Beruf, vom Stand in der Gesellschaft und von der Religion ab. Ein Handwerker hatte beispielsweise großes Ansehen, weil er einen nützlichen und wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leistete. Die Arbeit war hart, aber meist durch ein sichtbares Ergebnis gekennzeichnet. Im Gegensatz zu heute war soziale Isolation selten. Die Gemeinschaft war bei Schwierigkeiten die größte Hilfe. Jeder wusste, worüber man sich freute oder wovor man Angst haben sollte. Diese Vorstellung vom Mittelalter macht die Leute heute neugierig auf die damalige Zeit. Viele suchen Antworten auf die Frage, wie man sich fühlt, wenn man für kurze Zeit in eine andere Rolle schlüpft. Wer möchte nicht für ein paar Stunden wilder Krieger sein, ohne Blut zu vergießen, oder Burgdame, ohne im Winter zu frieren? Nicht wenige übernehmen auch die Rollen von Bauer oder Schmied, und das, ohne dass sich ihre Söhne wie damals automatisch auch für diese Berufe entscheiden müssen. Viele Rollenspieler suchen nach sozialer Nähe in einer Gruppe, aber am Ende kommen sie doch wieder zurück in unsere Welt voller Medien, medizinischer Versorgung und mit einem gewissen Maß an soziale Sicherheit.